Hallo und herzlich willkommen zu Ressourcen .fm, dem Podcast über Material- und Energierohstoffe. Heute zur Folge Nummer 27 am 29.12.2021, live vom RC3 Nowhere hier oder Nowhere, je nachdem, wie man es aussprechen möchte. Uh, mein Name ist Martin Hillenbrand, und uh, wie ihr vielleicht schon bemerkt habt, uh, sitzt hier mit im uh, Stream nicht die Bianca, uh, sondern ich habe heute erneut den Justin mitgebracht. Uh, Justin, schön, dass du hier bist. Dankeschön, hallo Martin. Nachdem wir es gestern ja schon äh, mit Club of Nerds haben krachen lassen im, ähm, in der Podcast-Aufnahme, bist du heute erneut dabei. Bibi fällt leider aus äh, gesundheitlichen Gründen aus und ist hier heute eben nicht dabei, aber ich habe ja einen äh, sehr guten, äh, nicht Ersatz, aber äh, guten äh, Podcasting-Partner hier mit dir gefunden. Und äh, ja, für die von euch, die gerade zuhören und nicht wissen, was der RC3 ist, das ist der jährliche äh, Kongress. Der vom Chaos, äh, Chaos Computer Club angeboten wird, nennt sich Chaos Communication Congress, findet normalerweise vor Ort statt, findet jetzt eben wegen Corona in den letzten Jahren, äh, letzten zwei Jahren remote statt, deswegen RC3. Ja, Justin, wir hatten das letzte Mal ja auch schon eine Folge zusammen aufgezeichnet für Ressourcen FM zum Thema Lithium. Da wird es auch eine zweite Folge geben, die wir dann aber äh, zu einer anderen Zeit aufnehmen. Heute soll es erstmal um einen groben Jahresrückblick gehen. Wir werden uns ein bisschen den Gasmarkt anschauen und äh, ansonsten einfach mal schauen, wo uns die Episode heute hintreibt. Wenn ihr liebe Zuhörenden, äh, wenn ihr euch hier reinwählen wollt, wenn ihr uns anrufen wollt, dann gibt es eine Live-Telefonnummer. Ihr könnt entweder, also es gibt einen Chat und es gibt eine Live-Telefon-Hotline. Ja. <laughs> genau, ja. Uh, ihr könnt euch einwählen über das Event-Phone, über die 7883 oder aber ihr könnt euch einwählen über das Telefon mit der plus49-221-59-619-09-7883. Nochmal zum Mitschreiben? Ja, er wollte gerade sagen, ich lese es glaube ich nochmal vor, dass die äh, plus 49 221 59 61 90 97 Könnt ihr gerne anrufen und dann nehmen wir euch hier rein und dann könnt ihr auch zum ersten Mal direkt live eure Fragen stellen. Ruft gerne an. Zum Chat kommt ihr übrigens über äh, den Stream einfach, da müsst ihr mal gucken, da gibt es irgendwo einen Button und dann kommt ihr äh, über einen Irk hier in den Chat rein und dann könnt ihr natürlich auch gerne Fragen stellen. Die greifen wir dann gerne auf. Ja, Justin, äh, nachdem es jetzt etwas spontaner war, dass du eingesprungen bist, ähm, zu den Themen heute. Ich hatte ja schon gesagt, wir wollen so ein bisschen einen Abriss machen, was ist im letzten pas Jahr passiert. Wo stehen wir denn jetzt aus der Ressourcen- und Rohstofftechnischen Sicht? So, ein paar Kernfakten zu Deutschland sind, ähm, ja, was man vielleicht nicht denkt, also für mich war es überraschend, das nochmal zu hören, Deutschland ist der fünftgrößte äh, Rohstoffverbraucher weltweit, was für so ein kleines Land mit nicht so vielen Einwohnern dann doch ähm, relativ viel ist, ist natürlich vor allen Dingen durch die Automobilindustrie getrieben. Ja, äh, das in welcher, bedeutet. Ja? In welcher Größenordnung? Also reden wir da jetzt über Tonnen oder mhm. äh, Volumen oder über. Geldwert oder um was geht's da? Äh, geht um Tonnen, ja. Und zwar, wenn man das mal also das bedeutet konkret, dass äh, Deutschland 69 Millionen Tonnen äh, Metallerze gebraucht, also verbraucht oder gebraucht, äh, was relativ viel ist, und das sind eben, damit ist Deutschland eben der fünftgrößte Verbraucher. ja Da gibt es äh, noch die am, äh, USA und China, die sind davor, aber dafür, dass wir räumlich doch so ein kleines Land sind, ist es viel. Liegt halt vor allen Dingen an der Automobilindustrie und eben an äh, viel, was bei uns passiert, was wir äh, an Rohstoffen importieren und dann an Produkten wieder exportieren. Ähm, das ist so, dass indirekt damit 700 Millionen Tonnen Rohstoffe ähm, verbraucht werden, also 69 Millionen Tonnen an ähm, Metallerzen, da gibt es ja noch andere Sachen, Erdöl und Co, und äh, deswegen eben 700 Millionen Tonnen an Rohstoffen insgesamt. 99% Prozent von den bergbaulich gewonnenen äh, Rohstoffen werden importiert und äh, ich sage jetzt hier bewusst bergbaulich, weil äh, natürlich Recycling da ja auch mit rein zählt. und das wird äh, natürlich dann äh, in Deutschland vor allen Dingen gemacht, wenn wir halt hier Abfälle haben, die hier anfallen oder zumindest in Europa. Äh, teilweise gibt es das aber auch, dass wir das dann irgendwie nach China schippern, dann wird das dort ähm, recycelt, also zum Beispiel Waldpapier bei war das lange Zeit der Fall und dann kam das Ganze wieder zurück nach äh, Deutschland. Gibt es ein sehr gutes Video dazu, das äh, mir bei der Recherche so im Vorfeld äh, aufgefallen ist, und zwar von der Johanna äh, Südow von German Watch. Die hat hier ähm, auf der Cardus Debate 24 ähm, da einen Vortrag gehalten zum, zur aktuellen Lage und äh, in welchen Projekten sie da so eingebunden ist. Könnt ihr euch übrigens auch hier über den media.ccc.de anschauen? Äh, natürlich nach dem Stream hier jetzt dann. <laughs> und äh, könnt da mal reinschauen. Wir packen es ansonsten auch in die Show Notes, wenn ihr diese. Ja, diese Episode hier anschließend anhört. So, was ich aber auch relevant und interessant finde, ist das Thema Klimawandel und ähm, da ist natürlich nur oder vor allen Dingen der weltweite Blick drauf äh, sinnvoll. Ich habe mal so ein paar Kernfakten rausgeschrieben. So äh, zum Jahresende darf man da ja auch mal draufschauen und sich ein bisschen die Laune vermiesen lassen. Ähm, 2010 hatten, also es gibt ja dieses Ziel mit den 1,5 Grad oder 2 Grad, wo wir sagen, darauf wollen wir die globale Erwärmung. Ähm, ja, darüber wollen wir nicht hinausgehen. Das ist basierend auf dem vorindustriellen ähm, äh, Maß. Ja. Ja, 1,5 Grad, pf, wo sind wir denn da? Ja, 2010 waren wir hier bei 0,88 Grad, äh, die wir davon schon depleted oder erreicht hatten. Ähm, das heißt, da hätten wir dann noch ein bisschen Spielraum gehabt. 2020 waren es jetzt 1,2 Grad. Da ist der Abstand zu den 1,5 Grad nicht mehr so massiv hoch, insbesondere weil man da ja noch ein bisschen Ungenauigkeit hat von ein paar ähm, ähm, Grad Teilen. Um, und wenn man das mal so Pi mal Daumen rechnet, dann hatten wir jetzt äh, 0,3 0,32 Grad Erwärmung über die letzten zehn Jahre. Das heißt, wenn wir 1,5 Grad halten wollen, dann ist das nicht mehr so viel Zeit. Ja. Geht ja davon aus, sieben Jahre oder so haben wir noch, was nicht viel ist. Wir haben jetzt auch eine neue Regierung. Ah, Justin, ja? Ich... ich also das sind jetzt alles sehr düstere Zahlen, ich würde allerdings da gerne auch noch was sehr Positives äh, zu genau diesen Szenarien auch berichten, was gerne noch häufig verwendet wird. Äh, bei so manchen Medien ist das Szenario äh, RS 8.5 glaube ich, ähm, das ist ein Szenario, was man in den allerersten äh, Projektionen gesehen hat, wo die, e äh, die Emissionen noch stärker ansteigen und man irgendwie 6 Grad Erwärmung oder so ein Horrorszenario 8,5 Grad Erwärmung oder so hat. Und dieses Szenario ist inzwischen eigentlich völlig, also nicht mal unter den schlimmsten Vorstellungen, die man sich vorstellen kann, noch machbar, weil dieses Szenario beinhaltet, also auch da Hinweis, wenn ihr diese Daten seht, schaut euch nach, schaut euch an, welches Szenario wurde verwendet von den verschiedenen Szenarien, die es da in der Regel gibt. Und dieses Schlimmste ist inzwischen eigentlich nicht mehr, nicht mehr relevant, weil dieses Szenario bedeuten würde, dass wir jetzt von heute auf morgen sämtliche existierenden erneuerbaren Energiequellen abschalten, abreißen und ausschließlich nur noch erhöht Kohle, Kohle, Gas und Öl verbrennen und quasi so das Schlimmste tun können, was wir, was wir tun können. Und wir, ob, je nachdem, wie schnell das der Ausbau der erneuerbaren Energien vonstatten geht, ist eine andere. Diskussion und eine andere Geschichte, aber dass sie zurückgebaut werden oder gar abgeschafft werden in den nächsten fünf bis zehn Jahren, das ist aus meiner Sicht ausgeschlossen. Das, und dieses Szenario basiert eigentlich auf diesen Annahmen. Also was man, glaube ich, nicht vergessen sollte, ist, dass in den letzten zehn Jahren genau dieses Szenario und auch die Wahrscheinlichkeit, dass es eintritt, massiv reduziert worden ist und dass auch der Wahrscheinlichkeitskorridor eher Richtung zwischen 1,5 und 2 Grad Celsius gekommen ist vielleicht etwas oh. drüber, aber nicht mehr in dem höher 5 oder so in diesen in wirklichen okay. Horrorszenarien. Ja. Das heißt, wir sind zwar noch nicht da, wo wir hin müssen, aber der Trend und auch der ökonomisch äh, untermauerte Trend äh, insbesondere im Energiesektor sieht man das sehr stark, wo heute schon erneuerbare Energien in den meisten Ländern sogar die günstigste Energiequelle sind, wenn man um, über neue äh, Erzeugungsanlagen spricht. Ähm, und wenn ein Markttrend bisher oder? in die richtige in die Richtung geht, und wenn du halt einen Marktpreis annimmst, also äh, muss ja sehen, in Deutschland, wenn wir hier Energie ausbauen, dann hat das äh, begrenzt was mit dem Markt zu tun. Wenn ich Kohle und Atom subventioniere, dann lohnt sich das Ganze halt. Ja? Ähm, wenn ich es nicht subventioniere, dann lohnt sich es halt auf einmal nicht mehr. Ja, oder wenn ich denen halt irgendwie Erleichterung mache, dass äh, die halt überall äh, Tagebau betreiben können, ohne dass sie dafür irgendwie. Äh, äh, ja, also sie müssen da schon also Geld hab, dafür zahlen, aber halt nicht vergleichbar. Ne? Also, ich ja. ich habe da eine nette, eine nette Anekdote dazu. Wir haben, also da auch der Disclaimer: Ich bin da, ähm, ich bin involviert in einem Energiespeicher-Startup. Ähm, dementsprechend hier ein potenzieller Conflict of Interest, wenn ich äh, nicht besonders äh, positiv gestimmt bin gegenüber Energiequellen äh, der, der fossilen Natur. Wir haben uns verschrieben, dass wir ein 100% erneuerbarer ermöglichen und dafür brauchen wir eben Stromspeicher. Von daher mein Hintergrund da. Wir waren kürzlich bei unserem Pilotkunden und der hat uns erzählt, dass ähm, der hat das erste kommerziell betriebene Windrad Deutschlands aufgestellt und der hat uns erzählt, dass er jetzt bei einem der Windräder, die er hat, ähm, eine Bankbürgschaft hinterlegen musste mit echtem Bank Cash, also wirklich nicht nur einfach ein, ein, ein Investitions- oder ein, ein Gegenwert, ein Anlagengut irgendwo nachweisen, sondern er musste echtes Geld bei der Bank auf ein Treuhandskonto legen, um sicherzustellen, dass dieses Windrad auch abgebaut wird in der Zukunft. Und das Geld ist jetzt quasi einfach, das ist nicht in seinem Zugriff, das ist jetzt in diesem Konto und das ist quasi die Sicherheit, die er hinterlegen musste und es gibt eigentlich, soweit ich weiß, keine andere Industrie, die eine Sicherheit in Form eines echten Cashes und Liquide ist, der hat genügend Anlagegüter, also in Form von echtem Cash bei der Bank hinterlegen muss, damit ein Windrad zurückgebaut wird. Also, ich finde, das ist dann schon sehr, sehr hat schon sehr ein Geschmäckle, wenn ich mir dann anschaue, wie stattdessen mit anderen Energiequellen, Kohlekraftwerken und Atomkraftwerken, da teilweise diese Sicherheiten nur begrenzt, äh, vor allem nicht in Cash, sichergestellt werden mussten. Sollen sie mal bei Atom auch machen, finde ich lustig, wenn sie da mal Cash vorhalten müssen, um das zurückzubauen und einzulagern. Naja, gibt's ja sogar, gibt's ja sogar. Es gibt ja äh, eine Gesellschaft, die gegründet wurde, das hat heißt sozusagen die Bad Bank, da hat man ein bisschen Kohle gegeben und dann sollen die das damit machen und wenn die halt pleite ist, dann ist sie halt pleite, ja. Dann müssen sie halt, naja. Und dann zahlen halt, zahlt halt wir als Bürger, genau. wie das immer dann, so Ja, dann ist das halt so, ja. Ähm. Ja, also unabhängig davon, äh, kann, muss ja nichts Disclaimern. Ich arbeite ja äh, im Finanzbereich und habe damit deswegen nicht so viel zu tun. Aber ähm, trotzdem sehe ich das halt irgendwie äh, relativ kritisch. Und ich glaube, viele, die hier auch zuhören, sehen das kritisch. Ich meine, es gibt ja mittlerweile diese ganzen For-Future-Bewegungen und die Extinction-Rebellion-Bewegungen, äh, die da ja auch ähm, ihre Gründe haben. So, ich habe jetzt aber mal gehört, dass ab drei Grad ähm, aufwärts ähm, ja einfach das Risiko steigt, dass wir als Menschheit, als Spezies, aussterben. Ich meine, das ist bei 3 Grad noch immer noch weiterhin relativ ja, nicht krass hoch, aber da Fängt das dann halt an, anzusteigen? Ja. Ähm, vielleicht ein bisschen ähm, klarer habe ich auch mal, noch mal rausgeschrieben. So, was passiert denn ab wie viel Grad? Weil das war mir jetzt zum Beispiel nicht eingängig. Ja. Ab 1,5 Grad haben wir zum Beispiel eine äh, Verdopplung der Hitzetage im Jahr. Das heißt dann ähm, für Deutschland gesehen, wir haben im Durchschnitt sieben mehr Hitzetage. Bei zwei Grad ist es sogar schon eine Vervierfachung, also plus 20 Tage. Ähm, Starkregenfälle um 17 Prozent bei 1,5 Grad äh, erhöht. Dann äh, Menschen, die weltweit an Wasserknappheit zusätzlich leiden, wären es 771 Millionen, was schon nicht wenig ist. Ähm, ja, Malariagebiete würden um 10% zunehmen, Waldbrandfläche im Mittelmeerraum würde um 41% zunehmen. Und Insektenarten, äh, deren Lebensraum sich mindestens halbiert, wären 6%, also zusätzlich. Und ähm, ja, der Verlust der tropischen Korallenriffe würde um 70 bis 90 Prozent zunehmen bei 1,5 Grad. Bei 2 Grad sind wir bei den Korallenriffen schon bei einer Vernichtung von 99 Prozent, bei den Insekten bei 18 Prozent ähm, und so weiter und so fort. Also, das wird alles nicht so lustig, wenn wir die 2 Grad nicht mal halten, wonach es ja gerade ausschaut. Also, du hast zwar gesagt, ja, wir haben das nach oben hin gedeckelt, aber wenn wir so weitermachen wie bisher, dann landen wir ja irgendwo bei den 3 Grad, wenn wir da jetzt nicht nochmal ein bisschen aufs Gas treten. Aber. Werden wir ja sehen. Fun Fact: Wir haben ja eine neue Bundesregierung, die hat ja auch ihre Pläne veröffentlicht, was sie alles so vorhaben. Und da muss man halt einfach ganz klar sagen: Naja, nachdem wir die letzten Jahre als Deutschland einfach massiv äh, das Ganze verschlafen haben, ähm, haben die jetzt mittlerweile zwar ähm, das Ganze ja, strenger gemacht und die wurden dafür auch gefeiert, äh, dass sie eben hier strengere ja, Vorhaben haben und sich da einen Koalitionsvertrag äh, geschrieben haben, der schon auch sehr. Ambitioniert ist, äh, trotzdem halten sie aber weder ihr eigenes Gesetzesziel noch das 1,5-Grad-Ziel ein. Ja, das muss man halt dazu auch sehen. Da sind wir einfach mittlerweile zu spät dran, äh, zumindest zu spät dran, als dass äh, eine Regierung oder eine politische Parteien das aktuell als sozial verträglich ansehen. Also, was ich echt spannend finde, ist halt die ganze Diskussion auch dazu äh, negativer Emissionen, weil da ist für mich immer so die Frage, wie finanzieren wir die? Also wenn ich CO2 wirklich Direct äh, Air Capture oder CO2 Capture wirklich spreche, da gibt es inzwischen auch Technologien, die funktionieren. Also ich rede jetzt nicht davon, dass ich immer bei einem Kohlekraftwerk hinten am Aus- beim, beim äh, Kamin direkt das CO2 erhöhte Luft oder daraus filter, sondern wirklich auf der grünen Wiese, in Anführungsstrichen. Ähm, die Kosten da pro Tonne CO2 sind aber irgendwas zwischen 500 und 1000 Euro häufig noch pro Tonne. Das ist noch nicht in keinster Weise irgendwie wettbewerbsfähig. Aber wenn wir jetzt die Weichen richtig stellen und diese Technologien subventionieren, dann kann, können wir halt auch in eine Position kommen, wo wir mit enorm günstiger Energie, die wir haben über Erneuerbare, ähm, noch nicht, Rohstoff, aber haben könnten irgendwann, ja. Na, die haben wir schon. Naja, aber guck mal, wir kriegen es ja jetzt noch nicht mal hin, unsere Wirtschaft zu elektrifizieren. Da haben wir jetzt das ja schon so, massive Probleme. Naja, na, na also. In, ist jetzt die Frage, von, von wem sprechen wir, wenn wir von wir sprechen? Sprechen wir von Deutschland oder sprechen wir von der ja. Welt? Ähm, ich spreche wir haben in Deutschland, Deutschland ja. je nach Uhrzeit sehr günstige Strompreise und je nach Uhrzeit sehr hohe Strompreise. Also vor allem die letzten drei Wochen waren an der Strombörse eine ziemliche Achterbahnfahrt von 70 Euro bis 400, 500 Euro pro Kilowattstunde. Also für den Haushaltspreis, äh, da kommt nochmal in der Regel 60 Prozent obendrauf. Ähm, oder mehr, aber das wären dann irgendwas zwischen 7 Cent und äh, 40 Cent an der Börse, da kann man sich vorstellen. Mhm. Äh, und da kommen dann nochmal die Gebühren dazu, dann reden wir über 80, 90 Cent pro Kilowattstunde, üblicher Preis heutzutage. Ich, bei vielen, glaube ich, ist noch so 14 Cent oder vielleicht 18 Cent oder so. Ja. Also das da ist schon, das ist sehr spannend. Und ich meine, der Atmosphäre ist es an der Stelle egal, wann ich da jetzt das CO2 entnehme, ob ich das nachts um 2 mache oder mittags um 12. Was ich sagen will ist, ich glaube, es wird dann spannend, wenn wir eine Verwendung für CO2 gefunden haben. Also wenn ich auf einmal CO2 als, als, als wertvolles Gut in seiner reinen Form, als Gas, als, als Gut, als Edukt, als Eingangsstoff für Prozesse verwenden kann, weil dann habe ich auf einmal einen Wert, dann habe ich eine Nachfrage und äh, dann, dann habe ich auf einmal diesen, diesen klassischen Selbstläufereffekt, der manchmal eben auch sehr schädlich ist äh, in der Wirtschaft, dass ich eine Nachfrage habe schafft sich dann auch ihr angebot äh, kleiner fun fact an der stelle das äh, war ja schon der fall und zwar wurde das co2 knapp äh, für die getränkeindustrie äh, ich weiß jetzt nicht ob es dieses jahr oder letztes jahr war aber insbesondere in großbritannien äh, gab es da probleme dass die ähm, dass hier die äh, ja unternehmen die so sprudelgetränke machen vor allen dingen Bier und sowas dass die mega die probleme hatten ihr co2 beizubekommen weil die halt durch den brexit glaube ich äh, da einfach lieferschwierigkeiten hatten Fun Fact dabei auch, weil CO2 da anscheinend in dem beim Keulen von, ich glaube, Hühnern oder so verwendet wird, mhm. hat das auch zu massiven Einschränkungen in der Fähigkeit, äh, ents entsprechende Schlachthöfe zu betreiben in Großbritannien geführt, was dazu geführt hat, dass die dann Fl äh, Tiere nach Europa exportiert haben, weil sie nur hier ordnungsgemäß geschlachtet werden konnten, weil ihnen CO2 gefehlt hat. Wofür brauchen die da eigentlich CO2? Würde mich auch mal interessieren. Muss ich mal vielleicht eine Folge zu Hühnchenschlägel machen, ja. Ja, ähm, was hat man denn noch dieses Jahr, äh, wenn wir über Strompreise reden? Äh, ja, das hat man so mitbekommen. Aber was man ja vor allen Dingen mitbekommen hat, war das große Drama um die Gaspreise, äh, das ja vor ein paar äh, Wochen und Monaten war, wo alle geschrien haben: Die bösen Russen zapfen uns das Gas ab und wollen uns nicht versorgen und wollen wir das im Winter frieren? So, ähm, ja, das kann man sich jetzt natürlich angucken und wer Fefe gelesen hat, der hat ja auch ein bisschen mitbekommen, äh, wie da so seine Meinung oder die Meinungen waren, die ihm zugegangen sind, was ja auch schon ganz interessant war. Ähm, jetzt kann man das natürlich auch noch mal ein bisschen aus verschiedenen Blickwinkeln anschauen. Ja, wir hatten dieses Jahr hohe Gaspreise laut vielen Quellen. Wenn ich mir die Gaspreise selber mal anschaue, ähm, ja. Ist schon hoch, aber jetzt nicht so, dass es sich verdoppelt hätte oder sowas. Ja, also jetzt nicht okay, wenig, aber. Dann naja. Weiß ich nicht, welche, Moment, welche Daten schaust du da an, weil die Sachen, die ich gesehen habe, sind in Europa, haben wir irgendwie 200% äh, des mm. Letztering-Preises in Deutschland. Dann habe ich vielleicht einfach veraltete Daten, das kann natürlich auch sein. Ich habe jetzt bei der Bundesnetzagentur mir den Monitoringbericht Energie 2021 angeschaut. Und äh, da war das Ganze jetzt äh, überschaubar. ja. Ich, ich beziehe mich jetzt auf, auf ja. Preise von vor einer Woche oder so. Also ich weiß nicht, ob die in dem Bericht schon drin sind, weil jetzt kurz vor Weihnachten ist ja, richtig nicht. hochgegangen. Ja. Okay. Ja gut, das, äh, da hast Aber du recht. Das ein Spotpreis sein. Also. Ja, genau. Ja. Ist dann auch die Frage, inwieweit sich das dann auf die, auf die Kunden am Ende durchschlägt oder ob das in eine, zwischendrin eben aufgefangen wird. Ja. Ja, für die Kunden, das haben wir ja dieses Jahr schon gesehen, gab es dann Kündigungen der Verträge, mhm, genau. ähm, Insolvenzen der Gasversorger. Und äh, eine Nicht-Neuaufnahme von neuen Kunden. Also, man konnte dann ja. nur noch in der Grundversorgung bleiben, aber es hat einen kein einziger Gasversorger mehr angenommen, weil die Preise so unklar sind, dass sie ihre Modelle auch erst anpassen müssen und davor ja. zahlt man sich dann dumm und dämlich. Ja, auf jeden Fall. Und. Ähm was hier in dem Kontext, weswegen ich ja vorhin reingekrätscht bin, so ein bisschen mit, mit äh, hier Marktpreis und, und Strompreis und so, äh, das hast du im Gasmarkt natürlich auch. Ähm, ich habe das mal hier äh, eine Quelle rausgesucht, wie viele Subventionen denn in Amerika zum Beispiel in den Gasmarkt laufen. Und das sind halt 20 Milliarden pro Jahr. Was halt dann schon auch. Meine Ansage ist, ja. Aber muss man dazu sagen, nicht nur äh, Gas, sondern Öl- und Gasproduktion, ja. Ähm, aber wenn du halt da so eine massiv subventioniertes altes Geschäftsfeld hast, ja, bei, bei Photovoltaik und sowas, da, da lasse ich ja noch mit mir reden, weil das halt einfach ähm, Anschubfinanzierung sind, damit das hier ähm, von den Kosten runtergehen kann. Bei Öl und Gas könnte man schon mal drüber nachdenken, die Subvention zurückzufahren. Aber da hängen halt auch wieder Arbeitsplätze dran und so weiter und so fort. Und das ist halt immer schwierig, ja. Gut, aber schauen wir uns doch einfach mal den Gasmarkt in Europa an. Und zwar hier gibt es ganz viele interessante Fakten, ja, zu Nord Stream 2 und sowas, was für Deutschland dann sehr relevant ist, kommen wir später nochmal, aber äh, ich will einfach mal im Süden anfangen. Und zwar ähm, ja, Spanien und Italien, die kriegen jetzt eher weniger Gas von Russland, so wie das Deutschland äh, bezieht, sondern die kriegen das jetzt vor allen Dingen aus äh, Nordafrika, also insbesondere hier Algerien, Libyen und sowas. Ähm, Algerien und Libyen decken 60 Prozent des Gasbedarfs für die südeuropäischen Länder ab, also vor allen Dingen Italien, Spanien, Frankreich und sowas. Und ähm, da gibt es einige Pipelines, die eben zwischen Nordafrika rübergehen nach äh, Südeuropa. Und äh, was ich total spannend fand bei der Recherche ist, äh, ich bin hier auf Dokumente gestoßen, ähm, die wohl mal durch ein Wikileaks-Leak oder durch Wikileaks eben zur Verfügung gestellt wurden. Und zwar gibt es hier eine Liste der Critical Foreign Dependencies äh, Initiative. Critical Foreign Dependencies Initiative. Dependencies Initiatives, ja, genau. Hast recht. Ähm, das ist eine Liste der äh, Amerikaner, also der US-Regierung, wo sie eben so Infrastruktur weltweit einträgt, äh, die sie eben für sich als strategisch wichtig erachten. Und hier sind auch einige der Gaspipelines eingetragen, die eben Gas von äh, Nordafrika nach Südeuropa führen. Ähm, da ist auch eine Gaspipeline dabei, die im November offline gegangen ist. Und zwar äh, ist das die Maghreb-Europe-Gaspipeline, die von Algerien startet, über äh, Marokko geht und rüber nach Spanien geht. Uh, jetzt ist es aber so, dass Algerien und Marokko, insbesondere wegen der Situation in der Westsahara, wer die Phosphor-Episode angehört hat, der weiß, wovon ich spreche. Wer es nicht weiß, soll sich die einfach mal anhören. <laughs> schön selber Werbung gemacht. Um, also, es gibt das hier einfach das immer der wieder Moment Spannung. Für das, ja? Für das äh, Drumroll. Ja, 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 genau. <laughs> Sehr schön. Soundboard ist eingebunden. Ähm, ja, und, und da ist es halt einfach so, dass die sich nicht so gut leiden können. Schon immer wieder gab es mal Phasen, wo es ein bisschen besser war. Da wurde dann diese Pipeline gebaut. Ein paar Jahre später war es dann wieder schlechter. Und die haben auf jeden Fall die diplomatischen Beziehungen, ähm, soweit ich weiß, sogar abgebrochen. Weil eben Algerien hier äh, Marokko ähm, ja, ganz, ganz viele Sachen ähm, vorwirft. Zum Beispiel, dass sie Waldbrände irgendwie initiiert hätten und so weiter und so fort. Und für Marokko ist es eigentlich relativ wichtig, dass diese Pipeline läuft, weil die sowohl selber daraus Gas beziehen als auch darüber dann halt einfach ja Einkommen haben. Und äh, das fällt jetzt alles weg, weil die eben Streit haben und hier deswegen der Vertrag dieser Pipeline im ähm, August äh, hat da Algerien entschieden, den nicht weiter zu verlängern für die MGE, der mgi Betriebsvertrag. Und ähm, am 31. Oktober ist der dann ausgelaufen. Algerien hat aber Spanien zugesichert, naja, wir versorgen euch trotzdem über Gas und zwar durch die neu gebaute Metgas-Pipeline, die einfach direkt von Algerien einmal durchs Meer ähm, nach Spanien rübergeht. Das war die ganzen vorherigen Jahre nicht möglich, weil die einfach super tief verläuft. Also, das ist halt sehr, sehr tief da, äh, das Mittelmeer. Und äh, deswegen ging das die ganze Zeit nicht. Jetzt ist es aber so, dass diese äh, Metgas Pipeline fertig ist und die dann gesagt haben: Ja, wir sorgen euch einfach darüber. So, jetzt muss man sehen, die METGas Pipeline, die direkt durchs Meer geht, hat 8 Milliarden Kubikmeter Erdgas an Kapazität, die man durchschicken kann. Der MGE Pipeline über Marokko hätte 12 Milliarden ähm, Kubikmeter Erdgas liefern können. Also ist das schon ein bisschen weniger, was auf jeden Fall möglich ist und was dann auch durchgeschickt wird. Ähm. Es ist jetzt so, dass es auch noch andere Pipelines gibt, zum Beispiel die Transmediterranea, Transmed über Tunesien, die dann eben äh, rüber nach Italien geht, soweit ich das weiß. Äh, und da gibt es auch noch die Galsi-Pipeline, ähm, die eigentlich auch ausgebaut werden sollte. Ähm, die gebaut werden sollte, die geht auch nach Italien, die wurde aber nicht gebaut aus verschiedenen Gründen. Die Green Stream Pipeline, die von Libyen nach Italien geht, sollte eigentlich erweitert werden. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass in Libyen die Situation eher nicht so ist, dass man da jetzt große Investitionen tätigen will, weswegen die auch nicht ausgebaut wurde. Also insgesamt hat man hier einfach das Problem, Spanien und Italien kriegen weniger Gas über diese Pipelines, äh, als es eigentlich wünschenswert für die beiden Nationen wäre. Kann man jetzt auch wieder sagen, steigt der Gaspreis, haben wir wieder mehr Anreiz, erneuerbare zu bauen. Wunderbar. Die Leute, die im Winter frieren, denen ist das erstmal wurscht. Was haben die jetzt gemacht? Als, ähm, ja? als kurzer Hinweis, mhm. ähm, ihr könnt einfach mal die Suchmaschine oder Wahl verwenden und nach Gas Pipelines Europe suchen. Da seht ihr dann die verschiedensten Pipelines, die Martin auch erwähnt hat ähm, und wie die alle zusammenhängen. Ja, ist auch sehr interessant, weil man da auch sieht, dass es das eigentlich ein äh, ganz neues Netz an Pipelines ist. Gibt es auch für Öl übrigens und für Strom? Strom ist ein bisschen komplexer. <laughs> ähm, was dann ganz äh, witzig ist, da mal zu sehen. Ähm, weil normalerweise kennt man jetzt die Straßen und das Bahnnetz noch und äh, das war's, ja. Ähm, ja, jetzt war es die ganze Zeit eigentlich so, dass Europa immer gesagt hat, naja, wir, wir machen jetzt hier nicht irgendwie mit Liquid, also mit, mit Flüssiggas oder irgendwie, das machen wir alles irgendwie nicht so oder weniger. Äh, insbesondere Deutschland hat auch immer gesagt, ja, ja, wir bauen da Pipelines und dann läuft das schon. Ähm, jetzt ist es aber so, dadurch hast du halt die Pipeline warum. Warum will man da nicht Liquid äh, Gas, Liquid, Liquid, no, Liquid LNG. Natural Gas? Mhm. Genau. Ähm, Hintergrund ist, dass der Hauptabsatz oder Hauptexport von den U also von Liquid Natural Gas aus den USA kommt und deren Markt oder die haben sehr günstige Preise und da gab es dann auch die Überlegungen, will man sich jetzt davon in den USA abhängig machen und deren Shale Gas, weil das sind mhm. diese ja. über Fracking ähm, hauptsächlich gewonnenen Gasfelder. Ja, und natürlich ist halt auch das Problem bei diesem LNG, dass es halt ähm, Preisschwankungen durch dieses Fracking unterworfen ist, ja. Uh, Fracking ist halt da sehr uh, volatil, was die Preise angeht. Und dann ist es halt auch so die Frage, naja, das kostet halt auch Geld, ja. Du musst da irgendwie ein Transportschiff hinstellen, du musst es vorher halt alles verdichten, uh, danach musst du es halt wieder auch uh, expandieren. Das ist auch alles nicht so ohne. Du musst halt auch Infrastruktur dafür hinstellen. Und warum solltest du das tun, wenn du eh eigentlich auf Erneuerbare umstellen willst und da irgendwie schon eine fertige Pipeline liegen hast? So war die Grundidee, sage ich mal, ja. Jetzt ist es aber so, dass halt dadurch, dass da an einigen Fronten ähm, die Gaslieferungen weggebrochen sind, aus verschiedensten Gründen. Ähm, ja, jetzt Europa so ein bisschen das Problem hat, ja, wo kriegen wir denn jetzt unser Gas her? Weswegen die jetzt angefangen haben, unplanmäßig eigentlich äh, Liquid Natural Gas einzukaufen, äh, was halt dann natürlich äh, den Markt unter Druck setzt, weil normalerweise halt äh, insbesondere Asien relativ viel davon abnimmt. Und jetzt haben wir einen nächsten Effekt, äh, da greife ich ein bisschen vor. China äh, wird ja jetzt bald, was waren es, die o irgendwelche Olympischen Spiele ausrichten, glaube ich, gell? Olympischen Winterspiele, ja. Genau, und ähm, da gab es so die Idee: hey, wenn wir die machen, dann wollen wir ja schön saubere Himmel haben. Deswegen haben die ein paar Kohlekraftwerke abgeschaltet und dachten sie so: machen wir das mal und fahren wir mal Gas hoch. Ja? Ähm, außerdem wollen sie halt auch Emissionen drosseln und so weiter und so fort, äh, halt da CO2-Emissionen drosseln und äh, einfach dafür sorgen, dass halt da ähm, das alles ein bisschen besser aussieht. Jetzt ist das Problem an der Stelle halt, wenn man das macht, bringt man halt sein Stromnetz ein bisschen unter Druck. Und. Ähm, ja, wenn die jetzt halt damit rechnen, dass sie halt da ganz viel Gas einkaufen, dann kaufen sie halt eventuell auch den Markt äh, nicht leer, aber zumindest bringen sie ihn weiterhin unter Druck. Und irgendwie haben alle damit gerechnet, dass sie sich da versorgen können und im Endeffekt war dann weniger Angebot da als Nachfrage. Russland zum Beispiel hat das genutzt. Äh, ja, Russland hat man ja schon vorhin besprochen. Russland liefert relativ viel Gas nach Deutschland über die Nord Stream Pipeline, die aktuell im Betrieb ist. Ähm, ihr habt noch so die Zahlen im Kopf, äh, so äh, Green Stream von Libyen nach Italien 8 Milliarden äh, Kubikmeter, ähm, die über Marokko laufen ne 12 Milliarden äh, Kubikmeter. Ähm, Nord Stream liefert äh, 55 Milliarden Kubikmeter Gas, also dezent mehr. Und mit Nord Stream 2 wird sich das Ganze nochmal verdoppeln, also äh, ungefähr 110 Milliarden Kubikmeter Gas, die man da liefern könnte. Das ist eine ganze Menge. Ja, jetzt ist Nord Stream 2 fertig, könnte in Betrieb gehen, aber wir haben jetzt gerade so ein bisschen, dass wir da nochmal drüber nachdenken: so, hey, wir haben jetzt eine richtig teure Pipeline gebaut, die dann totale politische Spannungen reinbringt. Vielleicht nehmen wir die ja doch nicht in Betrieb. haben natürlich ein bisschen der Stinkefinger gegenüber den Russen, also <laughs> gegenüber Gazprom, die die halt gebaut haben. Da ganz viele Geschichten mit Kartell und so weiter und so fort. Und die USA haben natürlich auch ein eigenes Interesse. Die wollten die Pipeline nicht, weil sie halt einfach ihr Liquid Natural Gas verkaufen wollen. Ja, natürlich auch wieder gesagt hier, ähm, dass sie das Ganze ähm, machen, weil sie ja nicht wollen, dass wir von Russland abhängig sind. Ne? Russland wäre dann ja auch von uns abhängig, also so ein bisschen die Frage. Äh, naja, also Russland ist weniger von uns abhängig als wir von denen, weil Russland kann relativ problemlos auch mit, den, mit der neu gebauten Pipeline nach China signifikante Mengen nach China exportieren an Gas, statt sie an uns zu exportieren. Also ich glaube, da sind ist die Abhängigkeit inzwischen nicht mehr ganz so zweiseitig wie noch früher. Ja, also Russland hatte eben durch Sibirien diese Pipeline gebaut nach China, also die können da auch mehr ähm, jetzt nach China rüberschicken. Übrigens war das alles viel schneller und genehmigt und gebaut und, und, und äh, in Betrieb genommen als die Nord Stream 2. Bisschen kleiner auch die Pipeline. Also da hast du schon recht, aber auf der anderen Seite ist es natürlich trotzdem so, ähm, du schaffst ja gegenseitige Interdependenzen, ja. Und ähm, klar könnten sie dann irgendwie da umplanen und sowas, aber wenn du halt einen Kunden hast, der viel Gas abnimmt, so wie jetzt Deutschland aktuell immer, ähm, dann, dann hältst du da ja auch schon auch Kapazitäten vor. Also du baust ja jetzt nicht eine doppelte oder dreifache Infrastruktur auf. Ja? Und ähm, ich, gl ich glaube schon, dass wir da auch einen Hebel hätten. Er ist nicht so groß wie andersrum, aber ich hätte schon gesagt, dass da einer da ist. Ich bin jetzt kein Freund davon, Nord Stream 2 ähm, an den Start gehen zu lassen. Ne? Versteht mich da nicht falsch. Ich finde das trotzdem irgendwie echt ein bisschen frech, dass wir das überhaupt äh, in die Wege geleitet haben. So, ja, wir haben da irgendwie ein paar Länder unterwegs, die sich irgendwie absichern wollen und selber äh, Gas äh, wollen. Und dann sagen wir auf einmal, ja, dann bauen wir halt eine Pipeline außen rum, die halt viel teurer ist. Finde ich jetzt auch nicht so geil. Ja, kann man nochmal drüber reden. Ukraine, da gibt es halt viel Korruption und viele Probleme auch. Aber trotzdem ist das halt so ein bisschen, ähm, ja. Uncool, was wir da gemacht haben, finde ich jetzt persönlich. Ja, insbesondere, wenn wir auch sagen, wir wollen umsteigen auf erneuerbare Energien und dann bauen wir da halt einfach mal eine Gaspipeline hin, die halt irgendwie gefühlt äh, Südeuropa mit Gas versorgen kann. Ja, ähm, ja. jetzt gibt es viele Experten, die sagen, äh, dass insbesondere die Verzögerung bei Nord Stream 2 die Energiekrise 2021 ausgelöst haben. Ach, ja, 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 ja gibt es viele, das die das nur, sagen. Moment, da, da kommen ein paar Sachen zusammen, auch mit der da kommen wir dann in die Sache oder in die Geschichte der Sicherheitspolitik und in die Frage, was hat Russland vor und äh, Russland kann halt Europa unter Druck setzen, wenn sie einfach weniger Gas liefern, weil selbst wenn Russland die Liefermengen einhält und da gibt es halt die üblichen Mindestkontrakte, die werden auch eingehalten, aber die, dieses On-Top ähm, quasi was dann an mhm. echten Bedarf abgefangen wird, das war halt nicht vorher, vorher abgesprochen ja. und die Gasspeicher sind enorm deutlich niedriger gefüllt als in üblichen Jahren zuvor. Ja. Das führt jetzt nicht zu einem Problem unmittelbar, aber es, da der Gasmarkt und der Mar Gasmarktpreis an der Stelle ähm, diese Gasspeicherfüllstände als Signal verwendet, um einen Gaspreis zu ermitteln, das führt dann dazu, dass der Gasmarkt oder der Gaspreis steigt, obwohl wir gar keinen, also wir haben keine Gasversorgungsprobleme an der Stelle. Es ist eher die Frage, auch wenn Russland hatte zugesagt, über eine andere Pipeline da die Liefermengen zu erhöhen, haben sie dann nicht. Also, ich bin gespannt, wann da jetzt wie, wo mehr äh, Gas kommt oder ob Russland einfach sagt, okay, wir liefern euch halt dann Gas, wir können euch gerne viel Gas liefern, aber halt nur über Nord Stream 2, wenn es darum geht. Ähm, und das ist halt eigentlich so diese dieses aktuelle Pokern und Spielen. Ähm, und. Jetzt heißt es halt womöglich, ja, dann kriegen wir halt unser extra Gas, was wir brauchen, halt über einen Tanker, der in Rotterdam und ich weiß nicht, ob es in Wilhelmshaven einen LNG-Hafen gibt, äh, eingefahren ein, ein ja. wird. Also da muss man dazu sehen, wie du es gesagt hast, die langfristigen Verträge hat Russland erfüllt. Ähm, wollten aber eben auf dem Spotmarkt weniger liefern oder haben die Preise angehoben. Ähm, Im Oktober 2021, also dieses Jahres, gab es da einen Bericht von der Economist Intelligence Unit, ähm, dass Russland eben wegen einer sehr hohen Inlandsnachfrage ähm, und einer Produktion, die eh schon sehr am Limit fährt, nur begrenzte Kapazitäten verfügt, um eben ähm, das zu exportieren und die erstmal ihre eigenen äh, Lager auffüllen wollen und dann exportieren. Am 27. Oktober gab es dann eben ähm, ein Statement von äh, Wladimir Putin, dass sie eben äh, Gazprom anweisen, zusätzliches Erdgas in die europäischen Gasspeicher zu pumpen, sobald eben Russland seine eigenen Gasvorräte aufgefüllt hat. Äh, und damals hat man so damit gerechnet, dass das bis zum 8. November der Fall sein sollte, ja. Ähm, daraufhin haben dann auch die Preise direkt reagiert und sind zurückgegangen und das Ganze hat sich so ein bisschen, ja, abgenivelliert. Jetzt ist es aber so, dass am 6. November Reuters gemeldet hat, dass die äh, Gaslieferungen, die durch den polnischen Abschnitt äh, fließen, gestoppt wurden. Und dass sogar der Fluss umgekehrt wurde. Also, dass äh, Russland nicht nach Deutschland geliefert hat, sondern eigentlich Deutschland Gas über die Pipeline zurückgeliefert äh, hat. Das war aber wohl nur eine kurze Zeit der Fall. Und äh, laut, der, laut der polnischen Betreibergesellschaft, die dafür verantwortlich ist, eben hier das Ganze zu überwachen, war das alles in Ordnung. Äh, denn es ist so, dass ähm, Polen sowohl seine Inlandsnachfrage äh, und die Gaspreise sowohl eben aus dem Osten als auch aus dem Westen bezieht. Also, Gas kann nach Polen vom Osten kommen oder vom Westen. Und deswegen wäre das ganz normal und äh, wäre hier kein Problem. Russland wurde aber äh, vorgeworfen, dass die Gaslieferungen äh, nach Europa eben aus den von dir genannten politischen Gründen absichtlich reduziert wurden. Und ähm, ja, da kann man jetzt ein bisschen drüber spekulieren. Insgesamt gab es einen hohen russischen Inlandsbedarf, äh, weswegen dann man schon sagen kann, ja, kann Spekulation gewesen sein, aber die hatten schon auch Gründe dafür. Und ähm, ja, am 9. November war es dann so, dass die... Ähm, die westlichen Gasflüsse nach Deutschland wieder hergestellt wurden, also dass eben wieder Gas äh, über die Pipeline über Polen nach ähm, Deutschland gepumpt wurde. Und äh, hier hat der Kreml dann auch versprochen, die Gaslieferung nach Europa wieder eben zu erhöhen, weswegen sich das Ganze auch wieder entspannt hat. So, jetzt ist es aber so, dass äh, das nicht der einzige Faktor war, weil wir kriegen ja auch noch Gas eben aus den USA, wo wir ja gesagt haben, äh, dass dieses Gas vor allen Dingen nach Asien gewandert ist. Ich hatte ja vorhin gesagt, dass China eben hier angefangen hatte, ähm, Kohlekraftwerke abzuschalten. Das war jetzt natürlich nur zum Teil wegen der Emissionsreduktion, sondern äh, was viel wichtiger ist, was ich jetzt gerade total vergessen hatte, aber jetzt zum Glück in meinen Shownotes nochmal gelesen hatte. Äh, ja, Australien hat auch äh, den Export äh, eine Zeit lang eben erstmal eingestellt. Äh, was doof ist für China, weil halt der Hauptbezug, also der Export aus Australien und der Import in China äh, waren halt sehr sehr stark. Also die Chinesen haben sehr sehr viel von der australischen Kohle importiert und ähm, das ist da halt auch nochmal zusätzlich weggebrochen. Ja, hatte ich jetzt gerade so ein bisschen ähm, äh, aus dem Blick verloren. Äh, was man dann auch sehen Aber muss das in anderen Ländern. Australien, ja? die das blockiert haben gegenüber China, sondern China hat meines Wissens im Rahmen einer politischen äh Retaliation gegen Australien äh, einfach gesagt: Wir importieren jetzt keine Kohle mehr aus Australien, weil wir mögen die Australier nicht mehr. Ja, genau, ja, 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 genau, Stimme, hast recht, äh, hatte ich jetzt verkehrt äh, abgelesen. <laughs> ähm, naja, auf jeden Fall, die biefen sich halt äh, jetzt auch schon seit längerer Zeit da und ähm, dementsprechend ist das Ganze da auch ein wenig unsicher. Jetzt haben wir auch ähm, Länder wie Brasilien, die normalerweise ähm, da nicht so Probleme machen. Brasilien bezieht zwei Drittel seines äh, Stroms aus Wasserkraft. Jetzt gab es aber in äh, Brasilien eben eine äh, sehr schwere Dürre, weswegen hier die Stromversorgung auch weiterhin unter Druck geraten ist, weswegen die da auch jetzt versucht haben, das aufzufangen, eben über äh, fossile Energieträger. Ja. Ähm, die haben dadurch dann eben auch nochmal mehr aufgekauft und ähm, ja, insgesamt haben wir jetzt auch eine Verschärfung des CO2-Preises. Das hatten wir gestern ja kurz angesprochen und da hatten wir ja nochmal äh, nachgeschaut. Ich hatte jetzt hier eine Info bekommen von Eurectiv, dass, ähm, äh, ja, da habe ich es abgelesen, dass etwa ein Fünftel des Energiepreisanstiegs auf die steigenden CO2-Preise auf dem EU-Kohlenstoffmarkt zurückgeführt werden kann. Das war ein Statement von äh, dem Europäischen Parlament, konkret von dem EU-Kommissar für Klimapolitik, Franz. Timmermans. Dementsprechend nicht vom Europäischen Parlament, sondern von der EU-Kommission. Äh, ja, hast du recht. Vor dem Europäischen Parlament in Straßburg, genau. Ja, nicht vom, sondern vor. Ich sollte lesen lernen, ja. <laughs> ähm, ja, jetzt ein Fünftel kann man sagen, ist überschaubar, ja. Da gibt es noch andere Quellen, haben wir gestern auch schon mal ähm, sind wir darauf eingegangen, eben hier diese Unsicherheiten in der Versorgungslage, der Markt insgesamt und so weiter und so fort. Das Ganze hat jetzt aber nicht nur aus, ja? Bevor wir da jetzt reinspringen, mhm. für die, die jetzt vielleicht erst später dazugekommen sind, wir haben auch ein Hörertelefon, ein Hörerinnentelefon und ein ähm, Wiesentelefon. Ihr könnt also gerne einfach reinklingeln und Fragen stellen oder auch einen Kommentar abgeben. Die Telefonnummer darüber oder dafür ist Eventphone 7883 78

Korrekt. Hier Wir haben ja auch. Ähm, über eure Anrufe. Genau. Wir hatten hier auch gerade einen Kommentar bekommen. Und zwar äh, gab es den Kommentar zum Gas. Wird ja auch kälter im Winter. Und ähm, ist besser, einen Nordstrom für Gas zu haben, als nicht zu haben. Sehe da überhaupt kein Problem. Ja, kann man so sehen. Ist natürlich ja halt wieder eine Fahrtabhängigkeit, die man aufbaut. Äh, wenn du eine Pipeline hinstellst und die in Betrieb nimmst, also wir haben sie gebaut, das muss man halt sehen. Der Fakt ist da, das Teil ist da, das verschwindet jetzt nicht wieder. Es ist nur ein bisschen die Frage, ob wir halt äh, auch politisch das überhaupt wollen. Ähm, du hast halt da, also vielleicht um das einzuführen, ja, für Deutschland, nur auf Deutschland geblickt, äh, ja. Klar, in Betrieb nehmen, haben, besser als nicht haben. So, jetzt sind wir aber nicht alleine auf der Welt und auch was wir tun, hat halt natürlich Auswirkungen auf andere Länder. Warum wurde Nord Stream 2 gebaut? Super teure Pipeline, macht eigentlich total überhaupt keinen Sinn, die so zu bauen, wie sie gebaut wurde. Es gäbe viel günstigere Lösungen, indem man die eben über Land baut. So, man hat die jetzt eben nicht über Land gebaut, weil man gesagt hat, ja, da sind ja noch andere Länder, die dann auch noch was mitzureden haben und die wollen wir ausboten. Insbesondere eben Polen und die Ukraine. So, jetzt, wenn man mal drüber nachdenkt, in der Krim gab es so eine Intervention. Ja, oder man könnte es eine Annexion nennen, je nachdem, ähm, welchem politischen Lager man angehört. Ähm, die haben natürlich einen Stellhebel, indem sie halt sagen: Ja, liebe Russland, äh, hier sind auf einmal irgendwelche komischen Leute mit Maschinengewehren unterwegs. Äh, die sehen aus, als könnten die von euch kommen, und Russland sagt: äh, Keine Ahnung, von wem die sind. Dann hat man einen ganz anderen Stellhebel, wenn man sagt: Ja, okay, wir drehen Europa mal das Gas ab. Äh, mal gucken, wie schnell dann hier diplomatische Beziehungen äh, genutzt werden, um eben die Sache zu klären als wenn man diesen Stellhebel nicht hat und ähm, in dem Moment, wo wir den halt der Ukraine und Polen wegnehmen, machen wir diese halt verwundbar gegenüber äh, Aggressionen. Äh, übrigens auch äh, aus dem Westen. Ja, also ähm, die sind natürlich dann auch verwundbar darüber, dass äh, dann ja, Länder aus dem Westen Druck ausüben und aus dem Osten, also Russland und auch Europa oder eben äh, die NATO äh, gleichwohl. Deswegen haben die da wenig Interesse dran. Ähm, kann man jetzt sagen, ja, Deutschland hat ein Interesse dran, sich mit Gas zu versorgen. Russland hat ein Interesse dran, das eben ohne Probleme an uns zu liefern. Ja, ist halt ein bisschen unfair. Ich verstehe das, bei der Ukraine ist immer das Problem mit dieser Gasgesellschaft gewesen, dass die halt relativ viele Probleme mit Korruption hatten und da halt auch immer wieder ähm, eher uncoole Aktionen gebracht haben, mit, ja, wir heben jetzt auf einmal einfach die, die äh, Steuern an und Verträge sind uns egal. Ähm, ja, trotzdem. Ja, ist ein bisschen unglücklich, was da halt passiert ist. Finde ich jetzt persönlich. Und deswegen finde ich das auch sinnvoll, dass man das halt nochmal sich anschaut und überlegt. Und insbesondere halt unter dem Aspekt, wir wollen erneuerbare Energie ausbauen, dann macht das irgendwie nicht so viel Sinn, dass wir halt die Importkapazitäten für Erdgas äh, erleichtern. Ja, das Geld, das man da reinsteckt, hätte man halt auch einfach ähm, in den Aufbau von Erneuerbaren nutzen können oder aber in die Stärkung der Stromnetze und so weiter und so fort. Also wir setzen da glaub, eben auf eine alte Technologie, muss man einfach so sagen. Ich glaube, das ist der der größte Aspekt, dass man da einfach eine, also Gas fördert, obwohl man eigentlich erneuerbare und Speicher fördern sollte. Und sicherheitspolitisch, also kommt es irgendwann auch auf uns zu, wenn halt gesamt Osteuropa dann äh, unsicher oder auch sicherheitspolitisch äh, in Probleme gelangt, wenn da die Abhängigkeiten mit Russland sinken und dann Russland da weniger Bauchschmerzen hätte. Ja. Was wir jetzt auch mit den Truppenansammlungen da in der östlich der Ukraine gesehen haben und so. Und ich meine, wenn wir da jetzt nicht ähm, Probleme in unserer Nachbarschaft haben wollen, die ultimativ auch bei uns dann irgendwann landen, gegebenenfalls sollten wir uns auch bei solchen energiewichtigen Themen Gedanken machen, warum wir uns von wem wie versorgen. Denn äh, wie hat ein. Eine Twitterin so schön gesagt, man kann halt schlecht irgendwie intervenieren, wenn man von dem Staat, gegen den man intervenieren will, mit seiner Energieversorgung eigentlich komplett abhängig ist. Das macht man nicht. Und Inter, also wenn, also bei Gas muss man halt auch sehen, wenn da halt der Hahn zu ist, dann sind da vielleicht noch zwei, drei Tage an Gas drin, dann ist das leer und dann sind irgendwann auch die Speicher leer. Also nach ein paar Tagen oder Wochen ist dann halt irgendwann einfach mal Schicht im Schacht und das bringt halt einen ganz anderen Druck mit, äh, als wie wenn jetzt irgendwie China auf einmal sagt, ja, wir verkaufen euch keine PV-Module mehr, dann sagen wir halt so, ja, herzlichen Glückwunsch, wir haben welche auf dem Dach. Juckt uns erstmal die ersten, nächsten drei Jahre nicht. Äh, ist so ganz krass, so ist es jetzt auch nicht, aber äh, im Endeffekt ist das halt ein ganz anderer Hebel, den man da hat, äh, und einen ganz anderen Druck, den man ausüben kann. Es kam jetzt nochmal eine Frage bzw. ein Kommentar. Und zwar äh, von Jockel, der hat geschrieben, Frage, das Spannende ist doch die Gleichzeitigkeit, mit der diese Jahre, dieses Jahr viel passiert ist. EU-Green Deal, Shell und UK steigen aus Gasförderung aus. Viele nutzen vermehrt Gas zum Ausgleich von PV Wind, CO2-Preis steigt, Konjunkturpakete überall, etc. Wie gute Marktmodelle gibt es eigentlich, die so viele Variablen berücksichtigen? So, da kann man dazu sagen, ich glaube, die Corona-Pandemie hat jetzt keiner so vorher gesehen. Ja? Die hat ja auch äh, da Auswirkungen gehabt, die man einfach äh, sehen muss. Also der gesamte Handel hat sich verändert. Ich wollte dazu ja eigentlich auch einen Vortrag äh, im Anschluss hier ich halten. habe ich ich ja nicht gemacht. noch Zusatz. Äh, es kommt noch hinzu, extensive Wartungen in Frankreich. Ja, deswegen ist ja. einer der Punkte, warum der Strompreis so hoch ist, weil ja. halt Frankreich gerade sich gedacht hat, es wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, um 10 bis 12 Kernkraftwerke vom Netz zu nehmen. Atomausstieg bei uns gehen drei Atomkraftwerke, glaube ich, vom Netz, Grundremmingen und noch ein paar andere oder mindestens eins. Wir haben dann noch drei, glaube ich, und das war's. es. Äh, Kohleausstieg, da mache ich mir jetzt eher weniger Sorgen, denn hätten wir auch also die Frage ist wirklich, wie schnell können wir die erneuerbaren bei uns ausbauen, denn also vorletztes Jahr hatten wir schon, ich glaube, 48 Prozent der deutschen Stromversorgung über erneuerbare gedeckt. Wir exportieren regelmäßig auch nach Frankreich Strom, wenn die gerade keinen Strom haben, weil ihre Atomkraftwerke ausfallen, mit vor allem hart, also äh, Erneuerbaren. Und wie Jockel hier noch schreibt, und werden viele erstmal auf H2-Ready-Gasturbinen umsteigen, werden wir sehen. Ähm, glaube ich nicht ob dran. Das dann passiert, also dass wir Wasserstoff äh, in der Turbine verbrennen. Vor allem wenn es grüner Wasserstoff ist, glaube ich, das ist das Teuerste, was du machen kannst. Es gibt grünen Wasserstoff, blauen ja. Wasserstoff und grauen Wasserstoff. Und wenn du ja, es gibt nimmt, auch Kernfusion. Ist fast unbezahlbar. Ja. Also du hast einfach keine Kapazitäten an grünen Wasserstoff. Da gibt es fast keine Anlagen dafür bisher. Ist halt einfach Du hast so. effektiv keine. Also ich meine ja 0,5 so Prozent, glaube ich. Teuer. Also naja. Also deswegen, da muss man sehen. Und was was die Atomkraftwerke in Frankreich angeht, äh, wenn ein kalter Winter kommt, dann können die auch so ausfallen. Ne? Also wenn die Flüsse da zufrieren, das hat man auch schon mal gehabt. Also Atom Kraft ist da auch keine sichere Technologie. Und da muss man dazu sagen, wenn dir mal der Wind ein bisschen mehr weht, dann kannst du die äh, Windräder aus dem Strom drehen. Ähm, oder, ne, also da, da kann man ganz anders agieren, weil das halt ein dezentrales Netz ist. Und dezentral ist da halt einfach in den meisten Fällen. Also klar, du musst das Netz darauf vorbereiten, das haben wir die letzten Jahre in Deutschland verpennt. Deswegen haben wir halt die Probleme gerade, dass wir die Frequenzhaltung mega Probleme haben. Ja, ähm, ja wir haben schon, also wir, wir laufen gerade schon sehr oft in, in, in die Grenzbereiche, Justin. Also das, das, muss man schon sagen. Die Netze sind da schon, also die, die laufen alle noch, aber ich finde das schon manchmal ein bisschen beunruhigend, an, an wenn du welcher Kennzahl machst du das fest, Also wenn du die an Netzfrequenz anschaust, die da Kern ja. Kennzahl ist, dann habe ich da jetzt nicht Kenntnis, dass es da besonders viele äh, Regelungsenergieeingriffe gegeben hätte dieses Jahr. Das war letztes Jahr noch anders, weil letztes Jahr der Gesamtenergiebedarf um einen auf, aufgrund der frischen Pandemie drastisch gesunken ist und die Netze dann damit erstmal klarkommen mussten, aber dass wir jetzt massiv viele Regelungsbedarfe hätten, weiß ich nicht. Also wenn du dem, äh, wie hieß er denn, der, der Burger? Ähm, der Bruno. Äh, ja, Bruno Strich Burger Charts. von Energy Charts, äh, wenn du dem ein bisschen folgst, dann siehst du ja immer wieder, wenn er sagt, so, ja, wir sind hier, da, da hingelaufen, dort hingelaufen. Also das fand ich jetzt schon nicht ganz so. Ging es weniger um die Stabilität der Netze, sondern eher dafür, Darum, dass wir auch niedrigere Energiepreise hätten, da sieht man eine klare Korrelation, wenn wir mehr Erneuerbare hätten. Also man kann sich in Europa anschauen, die Länder mit viel Erneuerbaren haben gerade niedrigere Strompreise. Die haben nämlich mhm. genügend Strom. Ähm, ja. Und das gleiche kann man auch in Deutschland. Wenn man da jetzt ja. mehr Solar und Wind ordentlich ausbaut, dann ähm, ja, ja. Kommt, man da, kommt man da weiter. Hier kommt gerade die Frage rein von Head Lunch, ob man solche Daten überhaupt bekommt, also in frei. Äh, bei Energy Charts die haben die Website umgebaut, die waren da mal auch als JSON vorhanden auf der Seite. Das war mal ein netter Hack. Ähm, sonst einfach mal Energy Charts, da kann man sie zumindest verarbeiten. Die geben die Daten aber nicht direkt raus, weil die in der Regel von der Apex Spot, das ist die europäische Strombörse oder eine der größten, kommen. Bei der Apex Spot kann man sich aber selber die Daten als Dump runterladen in kostenlos. Ob sie dann ja. frei sind, dass man mit dem machen darf, was, ich, was man will, bin ich mir gerade nicht sicher, aber zumindest kann man mhm. sie sich kostenlos runterladen. Ja, du hast auch noch Netz, äh, Netzfrequenz.info, äh, da wird das Ganze immer ein bisschen geplottet und dargestellt und da kannst du auch mal gucken, da gab es irgendwie, ähm, ich weiß nicht mal, irgendwas, irgendwas mit einer Endung.info äh, hinten, also nochmal irgendwie was, ähm, und da kannst du es dann auch äh, relativ einfach runter Also ich weiß nicht, ob du es darfst, aber kannst du theoretisch. Eventuell habe ich da auch noch was rumliegen, mit dem das geht, sagst du mal Bescheid. Ähm <laughs> Ey, natürlich alles nicht offiziell klar. Ähm, Nee, also Daten, daran liegt es glaube ich nicht, aber also ich, ich sehe das schon, also es ist kein Grund, um Erneuerbare nicht auszubauen, aber ich finde halt, wir müssen die Netze besser ausbauen, wir müssen halt die Regelungen äh, für Speichertechnologien verbessern und da einfach reingehen und da halt einfach gucken, ähm, dass wir da einfach einen viel viel stabileres Netz hinbekommen. Wir haben ein stabiles Netz, aber das muss noch stabiler werden, insbesondere wenn dann so Sachen wie äh, Hitzeperioden und Co. kommen. Also wir sind einfach auch in der Phase, dass wir anfangen müssen, uns auf den Klimawandel vorzubereiten. Und wenn halt in Deutschland auf einmal alle Klimageräte anspringen, dann haben wir einfach auch einen höheren Stromverbrauch, ja. Und wenn dann die Wasserkraft noch wegbricht oder was, weil die, die Flüsse nicht so viel Wasser haben. Also da müssen wir einfach gucken, dass wir uns da besser aufstellen und ähm, ich, ich sehe einfach nicht, dass Gas äh, da the, the way to go ist. Ähm, das kannst du Vielleicht einsetzen als äh, Transit Technology, aber die Frage ist halt die, warum sollte ich eine Transit Technology verwenden, wenn ich eine gute Alternative habe, ja, mit PV und Wind? Und, und das ist ja auch die Frage, wo ich jetzt gerade arbeitstechnisch mit zu tun habe. Also ich komme aus dem nachhaltigen Finanzbereich. Ähm, wer das äh, von mir nicht wusste, äh, da haben wir das Problem, dass halt gerade die EU-Taxonomie durchläuft, wo es halt darum geht, welche Technologien werden als nachhaltig angesehen und da debattieren wir ernsthaft darüber, ob wir Atom und Gas als nachhaltig ansehen, wo ich mich halt so frage, auf welchem Mond lebt ihr denn? Also Ne, also, per se, sie sind per Definition von Nachhaltigkeit nicht nachhaltig. Ja, man kann ja darüber reden, dass man sagt, die sind noch mal ein bisschen besser oder weniger schlecht als jetzt Kohle. Aber äh, kannst du halt nicht vergleichen mit Wasserkraft oder äh, PV oder Wind. Ja? Ich meine, selbst bei PV hast du genügend Probleme, wenn man sich das anschaut. Da hast du irgendwie auch ein Menschenrechtsthema. Ja? Ähm, weil die halt irgendwie äh, zu großen Teilen das Polysilizium aus, aus ähm, äh, Regionen in China kommt, wo irgendwie die Uiguren in Arbeitslagern. Ähm, unterdrückt werden. Also da, da kann man alle möglichen Sachen anführen, aber sorry, aber geht meiner Meinung nach nicht. Ja, red mal trotzdem drüber. Ja, naja, und wie gesagt, halt, das hatte ich ja vorhin gesagt, du holst ja halt eine Fahrtabhängigkeit ins Haus, wenn du da jetzt halt eine Gaspipeline hin in Betrieb nimmst und die will ich halt vermeiden. Deswegen finde ich das nicht sinnvoll. Weil, wenn du halt was da hast, sind wir mal ganz ehrlich, unsere Politik ist halt manchmal auch bequem. Die wollen Probleme dann lösen, wenn sie da sind. Nur beim Klimawandel geht das halt nicht. Ja? Da, da hast du halt das Problem, wenn der Klimawandel da ist. Und er ist ja jetzt schon da. Ja? Dann fangen sie mal an, sich zu bewegen. Aber dann ist es halt einfach auch von der Steuerung her äh, schon fast zu spät. Das heißt, alles, was wir jetzt halt an, an ähm, Treibhausgasreduktion machen können, äh, hilft halt, um einfach die Folgen abzumildern. Aber wir werden die Folgen haben und wir haben sie jetzt schon. Und das ist halt so ein Thema, wo ich sage: uncool. Aber ich will jetzt gar nicht mal so schlecht hier ähm, äh, rausdroppen äh, aus dem äh, Vortrag heute. Ich glaube, eigentlich haben wir schon überzogen, oder? Wenn ich das richtig sehe, weil eigentlich soll es bis 18.45 Uhr gehen. Ähm, ich würde vorschlagen, Justin, äh, ich werde mich jetzt gleich nochmal in die R3-Welt einloggen und werde dann da nochmal in so einem äh, Chat-Room äh, oder in so einem äh, äh, Big Blue Button-Room äh, rumhängen. Suche da einfach nach Bongo King. Wir sind im Sendezentrum. Wir sind im Sendezentrum, genau, da gibt es ein paar Räume, äh, kommt einfach vorbei, wenn ihr mit uns noch weiter debattieren wollt, dann können wir da auch nochmal eben off the record sprechen. <laughs> Martin, ich habe hier gerade einen Fahrplan nachgeschaut, also theoretisch ist der ja. nächste Vortrag im Sendezentrum ab 20 Uhr, also ich glaube, Sie reißen uns noch nicht den Kopf ab, wenn wir noch ein bisschen Ah, sprechen. super, dann reden wir noch weiter, Sonst rausschmeißen, würde ich sagen, ja. Thomas, du bist im Hintergrund da. Äh, Machst den rausschmeißer, wenn <laughs> äh, wenn du Feierabend haben willst, würde ich mal sagen. So, äh, schauen wir mal weiter. Haben wir hier noch mal irgendwie? Ja, wir haben noch mal äh, Kommentare bekommen. Ähm, äh, und zwar einmal eine Frage gedacht, zu den 19 Uhr ja, gibt's einen neuen Talk. Und ja, irgendwie schon Bons so. Ja. Das sind alle. <laughs> genau. Also es gab eine Frage nach historischen Daten. Dann müsste ich selber noch mal gucken. Ähm, aber die kriegst du garantiert irgendwo her. Also bei Energy Minus Charts äh, kriegst du auf jeden Fall auch historische Daten. Wie weit die zurückreichen, das weiß ich nicht. Bezüglich Netzfrequenz hast du hier halt dann, ähm, glaube ich, über den Tag verteilt die Daten. Da muss man auch einmal mal gucken, bei Netzfrequenz.info könnte es auch sein, dass du irgendwo die historischen Daten beibekommst. Ansonsten äh, können wir da auch mal schauen, ob wir das nachliefern, äh, weil sich jetzt so aus dem Steg Nicht kann man auch nochmal äh, Leon fragen, der müsste da eigentlich was wissen, ja. Ähm, ja, hier kann noch, Bescheid, ja. ja genau der kennt sich da ein bisschen besser aus. Ähm, es gab hier auch noch mal eine Frage von Jockel und zwar: Zusätzlich kommt Umstellung vieler Prozesse braucht Ersatz, also CO2-frei am besten. Beispiel: Kalk und Abwärme als Nebenprodukt von Kohlekraftwerken, das wird mittelfristig nach Ersatz suchen. Ähm, Wärme ist ein Riesenthema, also Wärme ja. wird sehr spannend werden. Ja. Auch Wärmepumpen enorm wichtig. Mhm. Ähm, das ist das eine, klar. Wärme ist ein Riesenthema, Heizung und das andere Prozesse, die häufig CO2 inhärent sind. Stahlherstellung ja. ist da so ein Klassiker. Ja. Stahl und Zement. Ähm, Zement hin, ja. Es gibt in Schweden, glaube ich, ist es jetzt oder Norwegen, die erste Stahlhütte, die komplett grünen Stahl herstellt. Äh, ähm, theoretisch, theoretisch. Die verwenden also, die sagen halt immer noch, sie wollen das dann mit mit äh, grün, äh, H2 machen. Aktuell haben sie das aber noch nicht soweit, ich weiß. Also die haben das irgendwie schon das versucht die sich sogar schon. Also mein letzter Stand Stimmt war, dass die sie Verträge nach... mit den Autoherstellern. Genau, ja, also sie haben die Verträge und sie wollen das alles machen und sie haben das auch schon erprobt, Aber soweit ich weiß, ist auch die Umstellung auf komplett äh, Wasserstoff in der Stahlherstellung, da ist hier auch ThyssenKrupp relativ weit vorne mit dabei und die wollen das jetzt nach und nach umstellen, um eben die Qualität ihres Stahls sicherzustellen. Ja. Ähm, das muss man halt schon auch sehen. Und da, da ist halt ein Paradebeispiel dafür, warum ich nicht glaube, dass es sinnvoll ist, ähm, Wasserstoff in Autos zu verwenden oder irgendwie den in Turbinen zu verbrennen. Wir haben so viele chemische Prozesse, die wir umstellen müssen und wegkriegen müssen von Petrotech. Wenn wir da es mit Wasserstoff hinkriegen, können wir heilfroh sein, ja? Und ähm, dann ist halt die Frage, warum sollte ich es tun? Warum, warum sollte ich es tun? Ja, bei einem Lkw lasse ich ja noch mit mir reden, er muss halt lange Strecken fahren und nicht tanken, aber selbst da gibt es Lösungen, ja? Selbst die. Ähm, es ist so selten, dass du mal mit einem Elektroauto wirklich weite Strecken fahren musst. Und wenn, dann kannst du das Ding relativ schnell laden im Schnelllader. Ja. Sehe ich einfach nicht, warum da Wasserstoff den krassen Vorteil hat. Bergbaufahrzeuge, irgendwelche Militärfahrzeuge, die irgendwo in der Wüste unterwegs sind, okay, okay, lass dich mit mir reden, dass man da in irgendeiner Form eine andere Infrastruktur macht oder im Zweifelsfall sogar noch Diesel einsetzt, ja. Aber nicht bei einem normalen Stadtauto, das einmal im Jahr irgendwie an die Ostsee in Urlaub fährt, ja. Sehe ich nicht. Also bei Autos. Also ich meine, wenn wir von Wasserstoff reden, es gibt diese drei Arten Wasserstoff. Grauen Wasserstoff, der wird einfach in der Regel über ähm Methylcracking, glaube ich, ist es dann, oder zumindest wird der gekrackt aus Erdgas. Das ist ja im Endeffekt eine CH, also Kohlenstoff-Wasserstoffverbindung mhm. Erdgas ähm, und die verschiedenen Bestandteile. Und da kann man den Wasserstoff abspalten in einem ja. ganz passablen Prozess. Und das ist dann der graue Wasserstoff, wenn man in diesem Prozess, wo dann CO2 frei wird, das CO2 abfängt und dann keine Ahnung, was damit macht, das in den Schrank stellt. Dann hat man blauen Wasserstoff. Und der grüne Wasserstoff ist der, den man über Elektrolyse herstellt. Das heißt, Wasserstoff, der CO2 neutral ist, weil man mit erneuerbarer Energieversorgung die Elektrolyseur betrieben hat, der dann diesen Wasserstoff erzeugt. Und das ist eigentlich das Spannende, wenn ich mhm. wirklich dekarbonisieren will. Und wir haben so wenig von diesem grünen CO äh Wasserstoff, dass das Letzte, was wir mit dem machen wollen, ihn verbrennen, um Strom zu erzeugen oder Strom zu speichern. Weil da haben wir viel ja. günstigere, viel bessere Methoden. Und dann nehme ich dieses knappe Gut Wasserstoff lieber für die Industrie, die keine Alternative hat. Also ich kann einfach Stahl schlecht ohne dann Wasserstoff oder einen Kohlenwasserstoff herstellen. Ja. Ja, und hier kam jetzt auch nochmal eine äh, interessante Frage von Jöckel, unserem äh, Chat-Guru äh, hier, der die ganze Zeit äh, Chat-Fragen stellt. Äh, erstens mal kam eine Frage oder eine Aussage zum Thema Börsen. Wer in der Börse Kasse machen will, der investiert in fossile Rohstoffe und Erneuerbare. Da kann ich lustigerweise direkt was dazu sagen, weil das ja mein Fachgebiet ist. Ähm, es gibt etwas, das nennt sich... Ähm, ähm Uh, Stranded Assets und das nennt sich uh, Carbon Bubble, beziehungsweise eben, ähm, ja, uh, es gibt ein Forschungsprojekt an der Uni Augsburg, Karima nennt sich das, uh, war ich auch uh, indirekt mit involviert. Uh, da ging es darum, das Risiko uh, zu berechnen, wenn ich eben zum Beispiel fossile uh, Energieunternehmen in meinem Portfolio habe, weil die natürlich ein Stranded Assets-Risiko haben. Stranded Assets, ganz kurze Einführung ist, ich habe irgendwie ein Ölfeld uh, mit. So und so viele Milliarden Litern an potenziell förderbarem Öl oder ich habe einen großen Tagebau <laughs> unter dem Hambacher Forst und habe da jetzt irgendwie halt den Hambacher Forst. Und äh, wenn ich jetzt nicht in Deutschland bin und dann äh, halt irgendwie eine Politik habe, die da irgendwie sich an Regeln und Gesetze hält, äh, dann darf ich den nicht abgraben, weil das halt irgendwie ein super alter Wald ist und der geschützt werden muss. Ja? Und dann, äh, wenn ich davon ausgehe, ich darf den abbaggern und dann sagt die Politik, nee, darfst du nicht, habe ich ja. Geld verloren, ja, weil ich habe da vorher ja damit gerechnet, ich habe da vielleicht Geld dafür ausgegeben, ich habe das irgendwie eingeplant, äh, ich habe eben stranded assets, ja, so also ein schiff also ja. Ich finde das schönste Beispiel, das kann man sich einfach so vorstellen wie mhm. so ein gestrandetes Schiff. Man genau. Kann mit einem Schiff Geld verdienen, indem man durch die Gegend fährt, ja. Aber wenn man dann irgendwie strandet, ja. dann sitzt man am Ufer und dann ist das Ding wertlos, weil dann musst du es erst seetüchtig machen oder kannst es gar nicht seetüchtig ja. machen, dann bricht es ja auseinander oder so. Es ist wirklich einfach wie so ein gestrandetes, ja. Genau. Ja, und hast natürlich auch nochmal hast dann auch nochmal äh, das Risiko dabei, dass dann halt verklagt wirst und so weiter und so fort und diese Risiken trägst du als Akt, äh, Aktionär. Ja? Also ich bin ja ein Fan davon, dass Menschen in äh, Aktien äh, investieren. Ne? Keine Empfehlung in keiner Weise. Aber ich bin Fan davon, weil du dann halt einfach ähm, wir sagen immer die Konzerne, die sind böse und, und die beuten uns aus. Naja, wenn ich äh, Aktionär bin, dann bin ich der Konzern. ja, Also kann man dann immer noch sagen, dass uncool ist, dass ich andere ausbeute, aber immerhin habe ich irgendwie auch einen Hebel und sowas. Aber es ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Ähm äh, dafür müsste man dann auch ähm, unterstellen, dass du halt Erbe und sowas nicht hast. Aber da kommen wir jetzt sehr, sehr weit weg. Da will ich gar nicht drauf eingehen. Ähm, du hast ein Risiko, wenn du in nicht erneuerbare Unternehmen investierst, in fossile Rohstoffe, dass du eben auf einmal haftbar gemacht wird, dass auf einmal das Unternehmen irgendwie pleite geht, dass es eben ganz viel Abschreibung machen muss und äh, sich der Wert davon verändert und damit dann auch der Wert deiner Aktien. Auf der anderen Seite hast du das bei in, äh, den Erneuerbaren halt auch, weil du da halt einen Boom hast und da wird ja auch immer wieder gesagt, das ist eine Blase oder sowas und dann trittst du dir halt andere Risiken ein. Aber das würde ich jetzt gar nicht mal so unterschreiben, dass. Da jetzt so eine krasse Blase im erneuerbaren Sektor unterwegs ist. Was hier aber auch kam als Aussage ist: jetzt hier, äh, alle wollen jetzt Klimatechnologien einbauen. Ja, stimmt, deswegen steigen die Lithiumpreise voll und ganz richtig. Wir haben halt diesen äh, Holy Cow-Zyklus. Wir hatten das letzte Mal in der Lithium-Episode drüber gesprochen, ähm, dass sie halt einfach jetzt gerade viel in Bewegung ist. Die letzten Jahrzehnte wurde drüber geredet oder die letzten Jahre wurde drüber geredet und so langsam kommen wir hier halt auch ins Machen. Ähm, muss man aber auch sehen, wie nachhaltig ist diese Entwicklung, dass diese Preise so massiv ansteigen oder ist es ein kurzer Boom und dann stabilisiert sich das alles wieder, weil ja auch die Kapazitäten ausgebaut werden. Ja. Naja, also bei Lithium, da empfehle ich immer gerne die Datenquelle Benchmark Minerals. Die ja. sprechen seit Definitiv. zwei Jahren, höre ich denen zu und darüber, dass genau übrigens zusammenpassend mit ihren Prophezeiungen, man jetzt ja. so anfängt zu sehen, dass es ein Mismatch gibt zwischen Angebot und Nachfrage und dieses Mismatch wird immer größer. Also, das heißt, dass die Lithiumminen und äh, Sohlen, die abgebaut werden, die Brines, ähm, dass die Kapazität, mit der die fördern können, nicht so schnell wächst, wie die Nach Nachfrage wächst. Jetzt auch, wo immer mehr Elektroautos gebaut werden wollen, mhm. konkret. Und da sieht man, diese, das, das geht weit auseinander. Und wir sehen noch nicht, dass quasi diese Nachfrage schnell gedeckt werden könnte. Und. Es dauert ja auch einfach, es ist ja kein, kein Fingerschnipp, sondern kann ich Lithium fördern, sondern es dauert eigentlich in der Regel sieben Jahre, bis so eine Lithiummine mal in Betrieb ist. Das heißt, das, was wir jetzt dann online gehen, sehen wir, das wissen wir seit sechs Jahren, was das ungefähr ist. Und das ist halt einfach zu wenig. Und ähm, von daher, ich bin gespannt, wie sich der Lithiumpreis entwickelt, da der Lithiumpreis, ich glaube, 60 oder 70 Prozent der Kosten einer Batterie ausmachen. Oder die Rohstoffpreise in der Batterie ausmachen mhm. das aus. Da ist nicht viel Luft. Also, ich meine, wenn der Lithiumpreis dann als maßgeblicher Preistreiber einer Lithium-Ionen-Batterie um 30 Prozent oder mehr ansteigt, da ist nicht so viel Luft, wo der Autohersteller dann einfach sagen kann: Ja, die kosten schluckig, ja. wenn die Batterie eh schon das teuerste Element in dem ganzen Ding ist. Also, ja. naja. das wird spannend. Auf Wobei halt Fall, viele ja. der, muss man auch dazu sagen, noch Hinweis: viele der Autohersteller sich Fixpreise gesichert haben und dementsprechend diese Preisschwankungen nur an der Grenze, wenn sie über ihre abgesicherten ja. Mengen gehen, denen ausgesetzt sind. Ja, bin ich auch mal gespannt, weil ich habe immer das Gefühl, die haben sich irgendwie alle äh, Terminkontrakte gekauft und abgesichert. Und ich frage mich immer so: Hä, <laughs> wer hat euch die denn verkauft? Ja, also wer, wer garantiert euch das denn? Da bin ich mal sehr gespannt, ob die alle. Ja, die einzelnen Minen halt. Ja, aber ich bin mal Gehen sehr gespannt, ob die das wirklich so erfüllen, alle. Muss ich echt sagen. Weil ich habe schon den Eindruck, dass irgendwie ich äh, mittlerweile irgendwie sechs, sieben Mal gehört habe, dass äh, sich jemand 75, äh, 25% Prozent gesichert hat. ja. Wo ich mir mein dann so, hm, okay, dann müssten sie die Kapazitäten schon massiv ausbauen, aber das tun sie ja auch. Ja? Ähm, äh, zum Stranded Asset Thema kam hier nochmal eine, eine äh, Bemerkung. Und zwar: Stranded Assets sind aber langfristig 10 bis 50 Jahre bis 2025 oder 2027 wird Gas aber noch ordentlich nachgefragt. Äh. Da hast du recht, nur jetzt muss man halt sehen, ähm, wenn Nord Stream 2 nicht an den Start geht, dann sind das effektiv Stranded Assets. Ja? Dann ist es genau das, über das wir gerade geredet haben und das entscheidet sich in den nächsten Monaten. Und äh, wenn du jetzt auch mal überlegst, naja, 25, 27, ja, wäre gut, wenn wir da Gas auch schon reduzieren. Ähm, aber im Endeffekt, ja, ähm, ist da halt die Frage, es hat ja trotzdem Auswirkungen. Ja? Wenn du dir heute Infrastruktur hinstellst, ähm, dann kalkulierst du ja nicht über fünf Jahre. Ja? Also. Zumindest nicht, wenn du dir ein Gaskraftwerk hinstellst oder eine Pipeline. Und dementsprechend sind da schon auch Überlegungen, die jetzt heute halt reinkommen und die jetzt berücksichtigt werden zunehmend ähm, und bewertet werden, äh, berücksichtigt werden sollten. Und äh, gefühlt äh, tun sich da Länder wie jetzt Indien oder so ein bisschen leichter. Die haben halt sehr, sehr viele Kohlekraftwerksprojekte eingestellt, ähm, hat so eine Zahl von 400 im Kopf, ja, weil es einfach sich nicht mehr lohnt, weil es zu teuer ist. Und weil die halt auch gesagt haben, so Leute, ähm, nee, warum sollten wir das tun? Und da muss man aber dazu sehen, dass Indien halt mit die nicht ambitioniertesten Klimapläne hat. Ich glaube, 2000 irgendwann. Was haben sie gesagt? Also, die sind mit die Letzten, die gesagt haben, dass sie auf, auf Netto Null kommen wollen. Ja, ja. Trotzdem tun sicher. sie halt viel. Ja, ja, ich bin mir relativ sicher, weil sie halt gesagt haben: Naja, wir sind ja gerade so am Wachsen. Und wenn wir das jetzt machen, dann würden wir halt unser Wachstum unterbrechen. Also, musst du mal gucken: Bei Glasgow gab es da eben, ähm, haben die sich zum ersten Mal überhaupt committed zu sagen, ja, bis 2000. 90? Ich weiß es nicht, keine Ahnung, 75, irgendwas, also relativ spät wollen sie das erst einhalten. Was ja auch schon ein Kampf war, dass sie das überhaupt gesagt haben, ja, wo man auch sagen muss, die machen aber also, Und trotzdem bauen sie keine Kohlekraftwerke und wir tun es. Ja, das muss man schon mal auch sehen. Ähm ja, auf jeden Fall äh, würde ich jetzt auch das Thema äh, Polysilizium angesprochen, Kurze, dass hier die Preise hochgegangen sind. Ja? ja? Kurzer Hinweis noch, wenn ihr eine gute Quelle zu diesen Klimazielen. Mm -hmm. etc. haben wollt, global, dann könnt ihr unter carbonbrief.org, ich yeah. mag es mal in den Chat, euch umschauen. Ähm, die machen sehr gutes Reporting, auch über die verschiedensten Ecken der Welt, ja. ähm, schreiben Deep Dive Reports etc. Ja, das äh, ist äh, definitiv äh, auch eine gute Quelle für eigentlich auch oft. So, ähm, hier kam jetzt auch noch ähm, Hinweis darauf, dass äh, Polysilizium das erste Mal in der äh, letzten Dekade gestiegen ist vom Preis her. Ja, völlig richtig. Hätte ich lustigerweise auch in meinem ähm in meinem Vortrag äh, eingebaut. Ähm, da muss man sich ein bisschen angucken, wie funktioniert denn der Chips- und Halbleitermarkt beziehungsweise der Polysiliziummarkt ist davon ja noch mal ein bisschen losgelöst, weil das ja da äh, nicht Polysilizium ist, das du verwendest für die Waver. Ähm, trotzdem hast du da die gleichen grundsätzlichen äh, Quellen. Also du hast halt äh, Sand, Quarzsand, äh, der da verwendet wird vor allen Dingen für die L Siliziumherstellung und viel davon wird eben in China hergestellt. Jetzt hattest du als Hauptproduzent von Silizium dort das Problem. Du hattest auf der einen Seite in manchen Gebieten Dürren, weswegen du weniger Wasserkraft hast, und auf der anderen Seite hattest du in manchen Bereichen wieder Überschwemmungen. Ähm, dummerweise war genau das so, dass die Dürren dort waren, wo du die Wasserkraft äh, herstellst, und die Überschwemmungen waren dort, wo du die Siliziumschmelzanlagen hast, weswegen die dann offline waren, weil die halt voll mit Wasser gelaufen sind. So. Dann hattest du dort noch einen relativ strikten Corona-Lockdown, weswegen die nicht produzieren durften, und dann, wenn du so eine Schmelzhalle in Betrieb nehmen willst, hast du Vor- und Nachbereitungszeit und so weiter und so fort. Äh, und ganz viele andere Probleme, hast dann auch wieder Logistikprobleme, weswegen dann die Waver nicht exportiert werden konnten und so weiter und so fort. Ja. Jetzt hast du äh, für die Waver-Produktion, das ist jetzt kein Polysilizium, sondern eben äh, Monosilizium, äh, das dann auch nochmal hergestellt werden muss. Ja. Ähm, zwei Drittel davon werden in Taiwan hergestellt, ungefähr Pi mal Daumen. Ja, da hat es jetzt auch wieder das Problem, hohe Dürre, weniger Wasserkraft, äh, dadurch dann eben auch wieder Verwicklungen, auch weil du eben auch Wasser für die Herstellung von diesen Wavern brauchst weswegen das dort wieder zu Problemen geführt hat. Und dann hat es natürlich aktuell auch das Problem mit der Logistik. Wer sich an äh, das äh, schöne Schiff im Suezkanal erinnert, äh, das hat so ein bisschen ganz kleine Probleme ergeben in der globalen Lieferkette. Ähm, und da gibt es noch so ein paar Erzähl andere mehr. Effekte. Es sind ja, ja? ja? Mir mehr, wenn ich irgendwie riesige Mengen Waren durch ein einziges Nadelöhr durch <laughs> <laughs> äh, ja. die Gegend schiebe und dann da einen Stopfen reinmache. Ja. Ja, ist halt äh, echt scheiße. <laughs> nee, also äh, echt uncool. Und äh, das hat halt zu Problemen geführt, die sind jetzt so langsam wieder ein bisschen abgebaut, aber trotzdem hast du jetzt halt die Probleme, die verlagern sich ja. Ne? Wenn du da einmal irgendwo was ins Stottern kommt, dann trägt sich das ja weiter. Hast jetzt beispielsweise das Problem, dass halt in den amerikanischen Häfen die Häfen einfach randvoll sind mit Containern, deswegen kriegst du jetzt teilweise keine Container mehr, teilweise keine äh, Aufleger mehr, mit denen du die Container rumfahren kannst. Das hat aber nochmal Sozialprobleme. Also. Das ist ein riesengroßer System. Das, riesen ist, das ja. ist einfach ein komplexes System inzwischen. Ja. Und in den USA gibt es nur zwei Häfen. Zwei, das ist Port of Los Angeles und äh, einer, der ist direkt daneben und der heißt nur anders. Die im Endeffekt äh, für den hauptsächlichen Warenverkehr da zuständig sind. Und äh, da ist dann das Problem gewesen, dass nicht genügend Waren von USA nach China gehen, dementsprechend werden die Container nicht aufgefüllt und dann gibt es aber keinen Platz für die ankommenden Container und dann werden die gestapelt, können aber nicht beliebig hochgestapelt werden, dann gibt es keine Laster äh, Schlepper, weil die Container drauf sind und die Container können ja nicht bewegt werden, weil sie ja blockiert sind. Also richtig schöner Gridlock. Ja. Ich würde aber jetzt kurz die, die, langsam die Kurve kriegen, auch nach Regieanweisung ja. Richtung 19.15 Uhr. Oh. Okay. Also wir haben noch vier Minuten ungefähr. Und äh, einerseits schon mal vielen Dank für den Live-Input äh, seitens des Chats. Vielen Dank. Und ähm, genau, Martin, du gibst mal dann bei Gelegenheit das kommando start Sonst ähm, haben wir noch was. <laughs> Ja, ähm, äh, nachdem jetzt ja nur ein paar Fragen beantwortet werden konnten und wir eigentlich äh, die komplette Sendung kurzfristig über Bord geworfen haben und gesagt haben scheiß drauf, wir machen das jetzt alles über Gas, äh, was ich ja auch übrigens ein sehr interessantes Thema finde. Ähm, schreibt uns gerne eine E-Mail, schreibt uns über Wire, ähm, erreicht uns über die Kanäle, findet die alles unter ressourcen.fm. Äh, wenn ihr das möchtet, abonniert den Podcast, hört nochmal ein bisschen rein, gebt mir gerne Feedback, finde das immer interessant, darüber zu diskutieren. Wenn ihr gute Quellen und sowas habt, ich habe im Chat so nebenher ein bisschen gesehen, äh, schickt uns das gerne zu. Ähm, vielen Dank auch nochmal an das äh, Sendezentrum, an alle, die dort in werkeln Dank. und arbeiten. Ja, Finde ich hervorragende Betreuung, muss ich wirklich an der Stelle mal sagen. Ja. Ähm, habe mich sehr, sehr gut aufgehoben gefühlt, insbesondere dann auch mit so äh, kurzen und, und, und auf den letzten Drücker-Sachen, von wegen, irgendjemand fällt aus und wir nehmen jemand anderen mit rein und alles funktioniert und äh, so weiter und so fort. Also äh, wirklich Daumen hoch an alle, die das ehrenamtlich machen an dieser Stelle und das gilt natürlich auch für alle, die im äh, RC3-Umfeld im CCC-Umfeld insgesamt aktiv sind. Ähm, da wird ja auch viel gemacht. Äh, schaut mal auch äh, in der RC3 World im Sendezentrum vorbei, finde das ist eigentlich äh, ein ganz schnuckeliges assembly, die da äh, sich zusammengefunden hat und äh, ja vielen Dank an der Stelle, vielen Dank auch an dich, Justin, dass du dir nochmal Zeit genommen hast für heute und ja. ich denke, wir werden in den nächsten Wochen irgendwann auch nochmal zu Lithium die zweite Episode aufzeichnen. Und ja. Äh, ja. Jetzt erstmal bis gleich in der RC3-Welt. Genau, bis gleich und äh, immer dran denken: so. die wichtigste Ressource oh, der mein, Menschheit Madin, ist meinen Stickdaten. Ja, was ich werde warten. Okay, alles klar. <laughs> äh, War es jetzt nicht schnell genug? Okay. So, also, wie gesagt, man... gerne Fragen stellen. Achso, okay. äh, die T-Shirt-Aktion ist übrigens durch. Ich habe das T-Shirt an einen sehr, sehr guten Abnehmer äh, gegeben. Falls noch mal einer ein T-Shirt möchte, dann sagt mir Bescheid, äh, weil es nur ein bisschen länger, dass die Lieferung gedauert hat. Aber die sehen gar nicht, gar nicht mal schlecht aus. Willst du auch eins, Justin? Kann ich mal fragen. Immer. Ja, okay, dann bring ich dir mal eins mit. Alles klar. Gut, bist jetzt bereit. Ja, sehr gut. Wichtigste Ressource der Menschheit ist und nun steht der Geist. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. <laughs>